Hallo, heute möchten wir Sie einladen, in Ihre Fantasiewelt einzutauchen. Herzlich willkommen, Christina Pleyer. Hallo. Hat doch ganz gut funktioniert, ja. Gell? Wir haben uns am Anfang sehr viel Sorgen gemacht, dass wir diesen Satz nicht hinkriegen, aber beim ersten Mal, und das ist sehr selten in meiner Sendung. Das bei mir. Schön, dass du da bist. Du bist sehr aufgeregt. Ja, gell? Furchtbar. Aber es ist doch, wir reden doch einfach nur. Was ist das, was dich so nervös macht? Ich bin nicht die große Sprecherin. Nicht? Umso schöner, dass du heute Lust hast, mit uns zu sprechen. Und du möchtest den Zuschauer, wie du gerade gesagt hast, in die Fantasiewelt, in seine eigene eintauchen lassen. Mhm. Und das mit deinen Bildern. Mhm. Du bist nämlich Fotografin. Ja. Das ist ein unglaubliches Bild. Kannst du kurz was zu dem Bild sagen? Ich mache gerne Fotografien, wo man wirklich die Fantasie selber freien Lauf lassen kann. Das sind mehrere Fotografien. Ich bin gerne auf der Straße und fotografiere Leute und kombiniere dann. Und ich liebe die Farben. Und was ich immer ganz gern mache, so einen leichten Hauch von Erotik, aber nur leicht. Also es darf nicht ins Negative abdriften. Das heißt, dieses Gesicht, was wir sehen, ist tatsächlich eine Frau, die du fotografiert hast. Dann spielst du mit Farben, du zeichnest, wirst natürlich nicht alles verraten, wie deine Kunst funktioniert. Genau. Jetzt hast du dir das alles selbst beigebracht. Glaubst du, es ist so erfolgreich und es wird immer erfolgreicher, weil du einfach Talent hast, was du wahrscheinlich vorher gar nicht wusstest? Ja, das ist ein unentdecktes Talent gewesen, das jetzt einfach gekitzelt wurde oder aufgeweckt wurde und ja, jetzt wird es gefördert. Aber hast du das schon immer gespürt? Hast du schon immer gespürt, da ist irgendwas in mir oder war dir das überhaupt nicht klar? Überhaupt nicht bewusst. Tolle Geschichte. Also wenn sowas einfach entsteht und auf einmal unentdecktes Talent an den Tag kommt, was gibt's Schöneres, gell? Also sehr beeindruckend finde ich das und lerne dich privat noch ein bisschen kennen. Schalten jetzt aber in meinen ersten Beitrag und zwar waren wir bei der Vernissage von der Galerie Schacher schon mal da gewesen in Stuttgart. Ja. Sehr interessant, da geht es nämlich um Politiker auf Waschlappen, um ein Tattoo von Winfried Kretschmann auf meinem Unterarm und natürlich um tolle Bilder. Kommen Sie mit. Was ist denn heute das Besondere? Das Besondere ist die erste Ausstellung von Christiane Köhne und Holger Kurt-Jäger zusammen. Und heute haben wir ein temporäres Tattoo-Studio, wo man sich unter anderem Winfried Kretschmann tätowieren lassen kann, für immer und ewig. Kommt man auf die Idee, heute anzubieten, Winfried Kretschmann zweimal gratis irgendwo auf dem Körper tätowieren zu lassen? Ich denke, gerade hier in Baden-Württemberg ist das eine Person, die polarisiert. Wird nicht jedem gefallen, hat aber auch viele Fans, hat Idolcharakter. Ziehen das ab. Und schon hätte ich die Möglichkeit, die Linien mit einer Tätowiernadel nachzuziehen und dir permanent das Porträt von Winfried zu tätowieren. Du kannst dir das ja in den nächsten 5 Minuten mal überlegen. Die ersten 2 sind kostenfrei. Christiane, du bist heute eine der Künstlerinnen, die hier ausstellt. Wie ist für dich so ein Abend? Ist das aufregend? Ja, klar. Es ist immer schön, seine Sachen zu präsentieren, die man vorher so im stillen Kämmerlein nur für sich selber gemacht hat. Und dass das dann auf Publikum trifft und auch Feedback bekommen dann darauf. Die werden dann quasi entlassen. So. Und wie du siehst, er ist abgewaschen und ich habe mich gegen das Tattoo entschieden. Hast du irgendwo Tattoos? Nein. Nein. Wie findest du das, Körperkunst? Also ich finde Körperkunst gut. Also mir gefällt es, wenn es ästhetisch ausschaut. Also ich bin schon
ein ästhetischer Mensch. Also ich gucke und bei manchen schaut es super gut aus, aber bei manchen sage ich. Wo kommt das her, dass du dieses künstlerische Gen hast, wenn du jetzt rückblickend mal in deine Familiengeschichte schaust? Gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, ja okay, es ist jetzt nicht ganz weit hergeholt? Es müsste von meiner Mütterlichseite sein, aber wer da genau Künstlerin war oder künstlerisch so begabt ist, das weiß ich leider nicht. Und so dieses Durchhalten, und ich bleibe halt immer wieder dran, bis ich es toll finde. Und wenn ich das 20 Mal nochmal neu mache oder die Fotografie 20 Mal nochmal fotografiere, ich will es so haben, wie es dann. Aber das ist diese Perfektion, und das ist vielleicht auch ein bisschen mein Sternzeichen. Der Steinbock ist schon, ist perfektionistisch. Ja, und ehrgeizig. Also aber er will das so haben. Und wenn es dann, wie das Bild, was wir eben gesehen haben mit dem Titel Horn, wenn das dann da hängt, kannst du dann loslassen und sagen, so. Oder kommt dann doch wieder die Perfektionistin durch und sagt, nee. Das kann ich loslassen, weil ich würde es nicht aufhängen, wenn es nicht perfekt ist. Okay. Für mich perfekt ist. Wir quatschen gleich weiter. Du machst noch was anderes, hauptberuflich. Womit du dein Geld verdienst, vielleicht haben Sie eine Idee. Sie hat auch schon ein paar Mal durchblitzen lassen, was sie macht. Vorher schalten wir ganz kurz weg und sind gleich wieder da. Also bleiben Sie dran. Und wir sind zurück mit der Fotokünstlerin Christina Pleyer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mich heute mit dir getroffen habe, war ich sehr nervös, weil meine Haare heute überhaupt nicht liegen. Und du bist gelernte Friseurin, du bist sogar Meisterin. Du hast einen Salon hier in Stuttgart. Die Fotografie, haben wir ja gesagt, ist so ein Hobby, was aber jetzt immer mehr in den Vordergrund rückt. Wie findest du meine Haare heute? Oh nein, die, ja. Die zögert schon. Das können wir ja rausschneiden. Nein, das lassen wir schön drin. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Okay, was stört dich? Komm. Der Schnitt, man könnte ihn ein bisschen peppiger machen. Schneidest du denn selbst noch Haare? Ja, ich schneide für mein Leben gern. Also ich könnte mir auch ohne die Menschen oder ohne Haarschneiden mein Leben gar nicht vorstellen. Ehrlich? Die Fotokunst ist toll, aber es ist gut zum Runterholen. Du bist alleine, du kannst für dich vor dich hin träumen oder in deine Welt gehen. Aber das Haare schneiden, ich brauche die Menschen. Meine Kunden kommen sehr lange zu mir. Also ich habe Kunden, seitdem ich in Deutschland bin, die immer noch zu mir kommen. Spricht für alles, denke ich. Und ja, das ist einfach schön. Wir werden ein Stück weit auch zusammen alt. Ja. Also, das heißt, du wirst auch, wenn du irgendwann mal die erfolgreiche Fotokünstlerin der Welt wirst, würdest du niemals dein Handwerk aufgeben und sagen, da bleibe ich dabei. Ja. Cool. Aber vielleicht macht dich das auch so erfolgreich und so bodenständig, ne? Bei der Kunst ist es so, ich muss es nicht. Ich freue mich wie Schneekönigin, wenn die Bilder ankommen. Ich freue mich natürlich auch, wenn was verkauft wird. Das ist klar, dass mal die Umkosten gedeckt werden. Aber ich muss nicht davon leben. Und das macht mich frei in der Kreativität. Total. Und das ist das, total, denke ich, schon das Geheimnis einfach. Ja. Absolut. Kannst du uns noch kurz, bevor wir meinen nächsten Beitrag schalten, die Tipps für die Trends für 2018 für die Damen und für die Herren sagen? Gibt es da irgendwas? Es kommen die 80er. Nein! Die 80er kommen zurück, sowohl bei den Männern als bei den Frauen. Kurzer Pony, langer Schlurf, was war das? Ach schön, ich habe ja direkt Lust, mir von dir die Haare schneiden zu lassen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Gell? Aber jetzt machen wir weiter beim nächsten Beitrag. Und zwar waren wir am Wochenende auf der Kulinart. Das ist eine Ausstellung für Genuss und Stil im Römerkastell oben in Bad Cannstatt. Und da nehmen wir sie jetzt mit. Ja, und nicht nur ich will auf die Kulinart, sondern all diese Menschen, die Sie hinter mir sehen, die stehen an. Und ich habe für Sie eine kleine Überraschung. Ich habe den Korb vom Osterhasen dabei. Den werde ich versuchen, mit ganz vielen leckeren Sachen zu füllen. Und am Ende der Sendung können Sie diese ganzen tollen Sachen von der Kulinart gewinnen. Und jetzt kommen Sie mit rein, dass Sie mal zuschauen können, wie das so abläuft da drin. Ja, und bei mir ist jetzt Conny Krenn, die Erfinderin der Kulinart. Wie kam sie auf die Idee? Ja, ich komme aus der Landwirtschaft, oder ich war lange in der Landwirtschaft tätig und habe einfach eine Möglichkeit gesucht, Produzenten, die noch ehrlich wirtschaften, zusammenzubringen. Und da ist eine Messe natürlich geeignet, weil die Messe eben auch eine gute Kommunikationsplattform ist. Also sowohl für die Aussteller, für kleine Familienbetriebe, wie auf der anderen Seite eben auch die Besucher, die dann interagieren können.
Ja, und was packen wir als erstes in Ihren Geschenkkorb? Einen guten Wein. Ich habe den Chef schon gesehen. Kommen Sie mal mit. Ich sammle für meine Zuschauer zu Ostern Besonderheiten von der Kulinar. Da habe ich gedacht, hast du vielleicht irgendwas Schönes, was ich in meinen Korb als erstes reinpacken kann? Na klar, einen schönen Sommerwein, oder? Passt doch jetzt, oder? Ja, du darfst. Was genau ist das jetzt? Ja, das ist eine schwäbische Schinkenwurst aus dem Remstal. Ohne Geschmacksverstärker, da achten wir drauf, dass es halt draußen bleibt. Das muss unserer Meinung nach nicht drin sein. Und leckere Apfelchips. Bitte schön. Eine Flasche Olivenöl und noch Oliven vielleicht dazu? Ja, sehr gerne. Es läuft immer besser für Sie. Wow. Kalamata-Oliven in Olivenöl eingelegt. Auch ins Korb. Ja, wunderbar. Super. Gerne. So, der Korb ist voll und ich sage Ihnen, ich kann nicht mehr tragen. Der ist richtig schwer mittlerweile. Diese tollen Sachen können Sie gewinnen. Einfach eine Mail schreiben an verlosung@regio-tv.de und dann heißt es schlemmen, schlemmen, schlemmen. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. So, Christina, wir sind schon am Ende. Das ging schnell. Das ging wirklich schnell, gell? Und du hast das toll gemacht, obwohl du nicht so gerne redest, wie du am Anfang gesagt hast. Wirklich super. Meine Sendung endet mit zwei Veranstaltungstipps. Und deinen darfst du jetzt in diese Kamera sagen. Also die besten Schnitzel in Stuttgart gibt es in der Wangener Besenhex, die von der Silber gemacht werden. Schnitzel und Rostbraten. Lasst es euch schmecken. Das ist eine Freundin von dir, gell? Ja. Gut, da sollte man mal vorbeigehen. Und wir waren ja gerade auf der Kulinart. Die findet sowohl im Frühjahr als auch im Winter statt. 17. und 18. November das nächste Mal, wenn Sie persönlich mal vorbeigehen möchten. Christina, danke für alles, für deine Zeit. Danke auch. Und toll. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Viel Erfolg weiterhin. Und wir hoffen natürlich auch, dass es Ihnen gefallen hat. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin alles Gute und tschüss. Tschüss.